Officially presented by Ewa Outdoor Classics and our partners, Beretta, Steiner, VFG Weapon Care, and the Lead-Free Hunting Bullets by RWS. Grüezi Leute und hello, ich bin's der Christian von kurzwaffenausbildung.de für Low Ready Magazine. Low Ready Magazine, das neue Community Magazin for Modern Gun Culture made in Europe. Ich bin auf der IWA 2024. Ich bin hier mit Hans-Peter Schäfer. Danke, Hallo. Dass ich hier sein darf. Gerne. Am Stand von Bull Armory. Bull Armory bekannt für 1911er Pistolen mit doppelreihigem Magazin, 1911er Style, natürlich auch normale 1911er. Richtig, ja. Hans-Peter, du möchtest uns an dieser Stelle welche Waffen vorstellen? Als erstes möchte ich mal die Radical vorstellen. Die Radical ist eine Waffe, die aus dem Rahmen rausfällt, weil sie eine etwas längere Visierlinie hat, was zum präzisen Schießen vorteilhaft ist. Durch die längere Visierlinie kann man die Präzision der Waffe besser ins Ziel bringen. Das hilft einem, weil man, wenn man etwas Auslenkung im Visier hat, diese Auslenkung im Winkel geringer ist als bei einer kurzen Waffe und dementsprechend hilft es einem, die Präzision ins Ziel zu bekommen. Die Radical ist nicht nur 5,4 Zoll wie der Visierlinie, sondern auch aufgrund des Blocks auf dem Schlitten drauf. Es ist ein Teil mit dem Schlitten und das hilft uns beim IPSC-Schießen und bei sämtlichen dynamischen Disziplinen auch, dass man das Korn länger im Blick behält oder überhaupt während des Schießens im Blick behält, weil das Korn bewegt sich nicht mit dem Schlitten nach hinten. Normalerweise sitzt das Korn am Schlitten drauf und das verschwindet aus dem Auge raus, wenn der Schlitten sich bewegt. Und hier habe ich das Korn während des Schießens, während des Repetierens im Blickfeld, kann es weiter im Auge behalten und warten, bis das Visier wieder reinkommt und mit schneller im zweiten Schuss. Ja. Das hilft eben bei allen dynamischen Disziplinen, speziell beim IPSC-Schießen. Die Waffe wurde auch speziell für die IPSC, für das IPSC-Boxenmaß, für die IPSC-Box konzipiert. Das, für die Standardklasse. Für die Standardklasse, genau. Das, was vorne etwas länger ist, wurde hinten etwas gekürzt. Deswegen haben wir hinten ein etwas kürzeres Beaver-Tail, was aber absolute Sicherheit bietet vor dem Schlittenbiss. Wir haben den Magazintrichter etwas gekürzt und den Hammer auch, weil die Waffe ja mit gespanntem Hammer in die Box rein muss. Natürlich. Und wenn man einen Regenhammer hat, der steht dann hier hinten über und der wird es davon liefen. So. Wir haben auch bei der Radical unsere neue Sicherung mit Innenplatte, beidseitig mit Innenplatte, dass man den Schlitten nicht bremst, wenn er repetiert. Und wir haben bei der Radical, genauso wie bei den anderen Versionen auch, eine Optic-Ready-Variante, dass wir eine verstellbare Visierung haben. Diese verstellbare Visierung können wir komplett abnehmen, 4 Schrauben. Die Visierung, die einzelne Visierung bleibt erhalten. Ich kann die Visierung runternehmen, kann eine Adapterplatte drauf machen mit dem Red Dot, kann Red Dot schießen und wenn ich dann wieder auf die Visierung wechsle, ist die Einstellung erhalten. Ich brauche also nicht neu einzuschießen. Fantastisch. Das ist der entscheidende Vorteil, weil hier die beiden Schrauben rechts und links vom Visierblatt in dem Visierkörper drin bleiben, wenn ich das Visier entferne. Deswegen brauche ich das Visierblatt hinten nicht zu ändern. Das ist die Radical. Und Radical ist IPSC zugelassen, Standardklasse und passt auch in die Box rein und ist eine erstklassige Wahl für die IPSC Standardklasse, aber auch zum Präzisionsschießen. Absolut, wegen der längeren Visierlinie. Wegen der längeren Visierlinie. Zum Beispiel und weil sich das Korn ja nicht bewegt. Richtig. Und dadurch, dass sie auch vorne schön kopflastig ist, schießt sie auch angenehm flach. Das ist beim Präzisionsschießen auch wichtig, dass sie eben, wenn man schießt, dass sie eben dann nicht so hoch geht. Das sind die Vorteile der Radical, was allerdings auch sehr viel Arbeit ist, von Einpassarbeiten hier, von dem Block vorne und hinten dann diese ganzen Einpassarbeiten. Aber Bull macht das erstklassig. Das merkt man, wenn man die Waffe in die Hand nimmt. Erstmal, sie liegt unglaublich gut in der Hand, auch durch die Undercuts am Abzugsbügel, muss man einfach sagen. Das ist Wahnsinn, was dieser kleine Cut hier anrichtet. Man hat also die Waffe höher in der Hand, viel bessere Waffenkontrolle. Absolut, absoluter Wahnsinn. Und wenn man den Verschluss betätigt, das läuft wie auf Schienen. Ja. Hier ist ja auch wirklich so gut wie kein Spiel drin. Also das merkt man, das ist hochqualitative Arbeit. Die Luft, die man braucht, dass der Schlitten gleitet, wenn er heiß wird, die ist da, aber es ist kein spürbares Spiel, keine Bewegung. Es macht richtig Spaß, diesen Verschluss einfach so zu betätigen. Ja.
da merkt man, dass man da richtig, man hat da richtig was in der Hand. Das ist ein Pfund, würde man sagen. Ja. Das ist wirklich fantastisch. Das ist ein gehärteter Stahl. Ich liebe das Ding jetzt schon. Gehärteter Stahl, der auch lange seine Fassungen beibehält. Ja. Ja. Auch die Sicherung, wie sie läuft, das ist einfach satt. Man hat was in der Hand, die gibt ein gutes Feedback. Da passiert nichts aus Versehen, sie ist beidseitig. Muss ich einfach sagen. Ich liebe sie jetzt schon. Hans-Peter, vielen Dank erstmal. Sehr interessant, die Radical. Kommen wir jetzt zu einem neuen Modell. Richtig. Der Blaze. Genau. Die Blaze ist ein neues Modell und auch eine Weiterentwicklung der alten Schlitten, weil wir bei der Blaze die Möglichkeit haben, das Red Dot drauf zu machen und die Visierung, was allerdings alt ist. Die Blaze ist insofern neu, wenn ich den Schlitten mal nehme, dass wir den Schlitten hier verbreitert haben, was uns erlaubt, dass wir die Optiken durch die Adapterplatten in den Schlitten befestigen können. Das erlaubt uns, schlankere, dünnere Optikplatten zu nehmen und das ganze Red Dot komplett tiefer zu setzen, dass wir näher an der ursprünglichen Visierlinie der Kimme von Kimme und Korn sind. Außerdem dieser, ich nenne es immer Konter-Nippel, ein Pin, der die immer einstellt, immer genau justiert, dass sie sauber sitzt, und der nimmt die Energie raus. Wir haben nicht die ganze Energie auf den beiden Schrauben hängen von dem Rückschlag, sondern das wird hier in der Platte aufgehalten durch diese Ausfräsung im Schlitten, und es geht weniger Energie auf das Glas drauf und das Glas lebt länger. Und sie kommt standardmäßig mit der verstellbaren Visierung, die wir eben schon bei der Radical auch hatten. Die verstellbare Visierung wird genauso genommen. Sie ist etwas abgeändert, angepasst an den neuen Schlitten. Aber die kann man genauso wechseln wie auch die Radical, wie auch die anderen Waffen von Bull. Und auch hier bleibt die Einstellung erhalten, wenn ich die Visierung runternehme. Sehr gut. Ich brauche also nicht hinterher, wenn ich wieder auf verstellbare Visierung wechsle, neu einzuschießen, die Waffe. Klasse. Die Blaze hat ein neues Design. Sowohl oben Ausfräsungen als auch an der Seite Ausfräsungen, hat die neuen Adapterplatten, dass das Red Dot tiefer montiert wird auf dem Schlitten. Wir haben Bohrungen für ein Thumbrest, vielleicht zeigen wir die mal kurz. Wir haben Bohrungen für ein Thumbrest oder auch für ein Gewicht. Es gibt manche Leute, die wollen noch eine schwerere Waffe haben, die noch ruhiger liegt. Da können wir rechts und links Gewichte anbringen, dass das ganze Griffstück und somit die unbewegte Masse schwerer wird und die Waffe sich etwas angenehmer schießt. Wir haben unsere neue verstellbare beidseitige Visierung drauf mit dem Shield und den Magazintrichter auch ein bisschen angewinkelt, weil wenn es nach hinten raussteht, dann stört es manche Leute, die große Hände haben. Ja. So. Das ist das zu sagen, was für die Blaze wichtig wäre. Ja. Wie in gewohnter Manier der Bull Barrel, der ja vorne im Verschluss wirklich so satt sitzt, das ist Wahnsinn. Und einfach dieses Gefühl, dass dieser Verschluss so wie auf Schienen läuft. Also auf was für Schienen? Das ist einfach ein Fund bei den Bullwaffen. Für dich ist es normal. Bei allen Bulls genau, ist das normal. Richtig, das ist nicht bei allen 1911ern oder 1911er Style oder auch 2011er, muss man ehrlicherweise sagen. So, hier ist nur so viel Spiel drin, wie wirklich sein muss. Das ist gerade für Menschen, die auf Qualität sehr viel Wert legen, das ist einfach wirklich, wirklich ein Fund. Ja. Weitere Infos zu diesem Video und natürlich auch zu vielen anderen Themen findet ihr auf lowreadymagazine.com. lowreadymagazine.com, dem neuen Magazin für Modern Gun Culture made in Europe. Hans-Peter, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Expertise. Es sind ja doch viele Details. Und wenn auch ihr beitragen wollt, denn ihr seid die Community lebt von der Community, durch die Community, dann besucht uns auf lowreadymagazine.com. Dort findet ihr einen Artikel, in dem ihr alles erfahrt, wie auch ihr etwas beitragen könnt. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.